Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warntest und im Kapitel Haut-Haare bin ich angekommen bei Neurodermitis und andere Ekzeme und im Abschnitt die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe geht es um eine Wirkstoffgruppe Glucocorticoin und Harnstoff. Das wird als grün geeignet eingestuft. Ich lese vor. Glucocorticoid und Harnstoff in Klammern äußerlich. Hydrocortison lindert den Juckreiz und dämpft die Entzündungsreaktionen Harnstoff erhöht den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und trägt dazu bei, sie weich und geschmeidig zu erhalten. Hydrocortison und Harnstoff, grün, geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis, schwach wirkendes Glucocorticoid zur kurzzeitigen Anwendung. Der Zusatz von Harnstoff verbessert das Hautbild und erleichtert das Eindringen des Wirkstoffs in die Haut. Zur Behandlung von Ekzemen und Neurodermitis ist die Kombination geeignet. Wichtig zu wissen. Während der Behandlung sollten Sie keine anderen Arzneimittel auf dieselbe Hautstelle auftragen, weil Harnstoff die Aufnahme dieser Wirkstoffe in die Haut erhöht. Weitere wichtige Angaben zu Anwendungshinweisen, unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder und Jugendliche, Schwangerschaft und Stillzeit finden Sie unter Glucocorticoide äußerlich. Siehe Seite 68. Es geht weiter mit Glucocorticoide und Imidazol äußerlich angewendet und das ist gelb mit Einschränkungen geeignet. Thank you.